Die Fans des EC Hagen Leone Dornbirn zeigten sich auf alle Fälle schon vor dem Auswärtsspiel in Innsbruck meisterlich. Über 700 Anhänger der Bulldogs wollten sich die Partie nicht entgehen lassen und reisten mit zahlreichen Bussen sowie einigen Privat-PKWs mit der Mannschaft über den Arlberg. Ein Sieg fehlte noch, um den Meistertitel in der Eishockey-Nationalliga erneut nach Dornbirn zu bringen. Und der sollte nun eben auswärts eingefahren werden. In der Olympia World hatten dann auch die Anhänger der Messestädter zumindest lautstärkentechnisch die Oberhand. Thomas Auer und Co. wurden von Beginn an angefeuert, was das Zeug hielt, und die Fans mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Martin Peval überraschte Innsbruck-Keeper Shimas Kortik mit diesem Schuss und brachte seine Mannschaft zur Freude der zahlreichen mitgereisten Fans bereits in der dritten Spielminute in Führung. Die Bulldogs nun fast euphorisch, Dimitri Nabokov scheiterte hier aber an Kotick. Dann erstmals die ganz in Schwarz spielenden Hausherren aus Innsbruck. Alexander Höller hatte gleich zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich auf dem Schläger, vergab aber. Dornbirn führte weiter und durfte sich bei Bernhard Bock bedanken. Der Goalie entschärfte wenige Sekunden später diesen Schuss von Philipp Kink. Bock war nun auf Betriebstemperatur und hatte wenig später erneut ein gutes Händchen. Höller versuchte es aus der Ferne, scheiterte aber am Dornbirn-Keeper. Die Bulldogs kamen fast nicht mehr aus dem eigenen Drittel heraus. Hier hatte Andreas Sarg die Chance auf den Innsbrucker Ausgleich. Dornbirn-Kapitän Lukas Schwitzer hielt aber im letzten Moment den Schläger dazwischen. So blieb es beim 1:0 für Dornbirn und es wurden zum ersten Mal die Seiten gewechselt. Direkt nach Wiederbeginn Innsbruck mit der nächsten Möglichkeit. Patrick Mösmer scheiterte aber am erneut bestens aufgelegten Bernhard Buck. Die Bulldogs jetzt wieder ab und zu mit gefährlichen Entlastungsangriffen. Thomas Auer zog in dieser Situation aber gegen Kotick den Kürzeren. Auf der anderen Seite war Buck wieder im Einsatz. Der Schlussmann fälschte diesen Schuss von Andreas Hanschitz ab und hielt die Führung so in der Hand. Innsbruck drängte nun auf den Ausgleich, aber Bernhard Bock hielt einfach alles, was auf seinen Kasten kam. Vorne da ergaben sich hin und wieder Chancen. Fabio Hofer setzte Lukas Schwitzer in Szene, der brachte die Scheibe aber nicht über die Linie. Die Haie aus Innsbruck zeigten langsam aber sicher ihre Zähne. Julian Jagersbacher stand plötzlich alleine vor dem Tor, scheiterte aber an Bock und schoss im Nachschuss vorbei. Es blieb beim 1:0 für Dornbirn. Die Bulldogs hätten dann fast auf 2:0 erhöht. Ryan Murphy verfehlte aber zunächst den Querpass von Jussi Tarweinen. Dann ließ sich Martin Peval mit dem Abschluss zu lange Zeit. Und schlussendlich scheiterte Jussi Tarweinen nach diesem Bulli alleinstehend an Shimas Kotick im Innsbrucker Tor. So kam es, wie es kommen musste. Innsbruck im Angriff. Die Scheibe kam von der Bande zu Teemu Virtala. Der spielte quer und Alexander Höller drückte das Spielgerät in der 38. Minute zum 1:1 Ausgleich über die Linie. Die Fans merkten, dass ihre Mannschaft ihre Unterstützung brauchte und wären Sekunden nach dem Ausgleich fast belohnt worden. Thomas Auer umspielte Kotick, traf dann aber nur die Stange. Hier nochmals in der Wiederholung. Es blieb also beim 1:1 nach 40 Minuten und nach der Kabinenpredigt kamen die Cracks zurück aufs Eis. Dieses Mal hatten die Gäste aus Dornbirn den besseren Start. Dimitri Nabokov stand nach einem Abspielfehler plötzlich alleine vor Kotick, scheiterte aber am glänzenden Innsbrucker Schlussmann. Die Partie war nun eine offene Angelegenheit und auch die Gastgeber hatten ihre Chancen. Jamie Matty scheiterte aber an Bock. 117 Sekunden vor Schluss dann diese Szene. Julian Jagersbacher setzte nach, traf den Puck Backhand und die Scheibe kullerte unglücklich über den Schläger von Bernhard Bock ins Tor. Innsbruck führte mit 2:1 und war somit wieder in der Serie. Bock konnte es kaum fassen. Nach einem Timeout setzten die Bulldogs in den Schlusssekunden noch einmal alles auf eine Karte, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. In der Best-of-5-Serie steht es somit nach drei Partien 2:1 für Dornbirn. Das erste Drittel war noch halbwegs okay, aber ich muss sagen, über 60 Minuten kämpferisch enttäuschende Leistung und ja, wie das im Finale passieren kann, ist mir noch rätselhaft, aber eigentlich müssen wir leider darüber schlafen. Morgen sprechen wir es kurz an und dann schauen wir am Samstag nächste Partie. Nicht sehr glücklich wahrscheinlich über die heutige Niederlage. Warum ist das passiert? Ja, wir haben gewusst, Innsbruck wird alles geben heute. Es war ein entscheidendes Spiel für uns und für Sie. Sie sind zurück in der Serie. Aber nichtsdestotrotz, wir werden an uns glauben, werden die Woche hart trainieren und sind ab jetzt schon auf den Samstag fokussiert und hoffen, wir können das Spiel für uns entscheiden. Andi Kurzer nun bei mir.
1-0 geführt, 1-1, sehr unglücklich, eine Minute Verschluss, 2-1 bekommen. Woran hat es gelegen, Ihrer Meinung nach? Ja, als allererstes möchte ich mich mal bei den ganzen vielen Fans, was von Dornbirn hergefahren sind, möchte ich mich mal recht herzlich bedanken. Es war eine super Sache, dass die mit uns dahin gefahren sind. So zum Spiel möchte ich sagen, wir haben gewusst, dass es sicher eine schwere Partie wird in Innsbruck. Wir haben wir dann 2-0 geführt und das waren beides enge Partien, wo wir dahin gespielt haben und ausgespielt haben. Und ja, heute ist der glückliche Sieger einfach Innsbruck gewesen. Wir haben sehr viele Torchancen gehabt, wir haben hundertprozentige Chancen gehabt. Und am Schluss durch einen blöden Fehler haben wir dann einfach das 2-1 gekriegt. Was nehmt ihr aus der Obmannschaft für die Mannschaft heraus aus dem heutigen Spiel, für das Spiel am Samstag in Lustenau, zumal es nicht zu Hause ist? Ja, was wir mitnehmen für das Spiel, die Fehler nur machen, was wir heute gemacht haben. Das ist mal das Allerwichtigste. Und ich glaube jetzt, dass die Jungs schon wissen, um was es geht. Weil jetzt, wir haben immer noch den Matchball in der Hand und den müssen wir jetzt zu Hause einfach einsetzen. Oder?